Zunächst darf ich Sie alle im Namen der Stadt Köln und unserer Oberbürgermeisterin Henriette Leker ganz herzlich in Köln im Bürgerzentrum Rohrweiler begrüßen. Es ist schön, dass es dank gemeinsamer Anstrengungen gelungen ist, das Fest zu Ehren des pakistanischen Unabhängigkeitstages auch dieses Jahr wieder hier bei uns in Köln feiern zu können. Der Stadtteil Rohrweiler ist dabei aus meiner Sicht ein perfekter Ort für diese Veranstaltung, denn der Kölner Norden ist multikulturell und multireligiös geprägt. Hier haben internationale Themen, aber auch internationale Konflikte eine hohe Relevanz. Vor nunmehr 10 Jahren wurde hier ein ganz besonderes Friedenssymbol erschaffen, eingebettet in die Heimaterde, die viele Menschen aus dem Stadtteil beigesteuert haben, wurde auf dem Pariser Platz, gleich hier vor dem Bezirksrathaus, die Chorweiler Friedensglocke gegossen, geschmückt mit Handabdrücken von 5 Kölner Kindern mit Wurzeln aus 5 verschiedenen Erdteilen, symbolisiert diese Friedensglocke seither die Sehnsucht der Menschen nach Frieden. Heutigen Fest zum Unabhängigkeitstag, zum 77. Mal, jährte sich am 14. August der Tag der Unabhängigkeit Pakistans. Und selbstverständlich verbinden die Menschen Pakistans dieses Datum zu Recht mit dem Erfolg hierher. Für Deutschland ein besonderes Partnerland. Als eines der ersten Länder überhaupt hat Pakistan schon 1951 die Bundesrepublik Deutschland anerkannt. Die beiden Länder pflegen also nunmehr schon fast 73 Jahre lang gute diplomatische Beziehungen. Unser Land hat großes Interesse an einer demokratischen und nachhaltigen Entwicklung Pakistans und wir wünschen uns sehr eine konstruktive Rolle Pakistans in dieser wichtigen Weltregion. Deutschland ist in Pakistan nicht nur mit einer Botschaft in der Hauptstadt Islamabad, sondern auch mit einem Generalkonsulat in der Wirtschaftsmetropole Karachi vertreten. Das schafft natürlich Möglichkeiten auch jenseits der deutsch-pakistanischen Entwicklungszusammenarbeit, die schon seit 1961, also seit mehr als 60 Jahren besteht und mittlerweile auf ein Projektvolumen von fast 4 Milliarden Euro Entwicklungshilfe zurückblicken kann. Die engen Beziehungen haben nicht zuletzt dafür gesorgt, den bilateralen Handel zwischen unseren Ländern zu befördern. Pakistans wichtigster Handelspartner ist die EU, in die mehr als ein Viertel aller Waren exportiert werden, wobei Deutschland mittlerweile sogar der drittgrößte Exportpartner Pakistans überhaupt geworden ist. Knapp 7% aller Exporte gehen in unser Land. In 2021 waren das Waren im Wert von etwa 3,5 Milliarden Euro. Pakistan exportiert vor allem Textilien, Lederwaren, Sportartikel, Schuhe und medizinische Instrumente. Im Gegenzug importiert Pakistan aus Deutschland Maschinen, chemische und elektrotechnische Erzeugnisse, Fahrzeuge und Eisenbahn. Pakistans Dynamik, so stellt auch unser Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung fest, und seine globale Bedeutung machen das Land mit der 5. größten Bevölkerung der Welt zu einem der wichtigsten Partner für die deutsche Politik. Neben den schon genannten engen Wirtschaftsbeziehungen sind vor allem auch dann in Pakistans Wirtschaft und Wissenschaft einbringen können. Alles zusammengenommen sind das also auszubauen. Gerade auch NRW ist dafür eine sehr gute geeignete Basis. Leben doch hier zahlreiche pakistanische Landsleute, meist als sehr gut ausgebildete Fachkräfte, die hier zu Hause sind und uns leben, arbeiten und bestens integriert sind. Neueste statistische Erhebungen besagen, dass allein in Köln fast 1.500 Menschen mit pakistanischen Wurzeln leben. So lassen sich also Brücken schlagen in das von Köln rund 5.500 Kilometer entfernte Pakistan. Brücken schlagen zum Beispiel im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Aus Kölner Sicht freuen wir uns besonders über die rege Teilnahme pakistanischer Unternehmen an bedeutenden Veranstaltungen der Kölnmesse, wie zum Beispiel der International Dental Show, der internationalen Sport- und Gartenmesse Spoga und natürlich der Aluga, der weltgrößten Fachmesse der Ernährungswirtschaft und Nahrungsmittelindustrie. Die Qualität und Vielfalt dessen, was seitens der pakistanischen Aussteller hier am Kölner Marktplatz Jahr für Jahr gezeigt wird, ist großartig. Deutschland und Pakistan pflegen nicht nur in Köln intensive Kontakte, natürlich besteht unsererseits die große Hoffnung, dass Pakistan nun der neuen Regierung die Unruhen hinter sich lassen kann und wieder mehr an Stabilität und Einfluss gewinnen wird. Dieses großartige Land
mit einer unglaublichen landschaftlichen, religiösen und kulturellen Vielfalt und der großen Gastfreundschaft seiner Bewohnerinnen und Bewohner hätte es wahrlich verdient, wenn in den kommenden Jahren auf dem schon beachtlichen Weg viele weitere gute Schritte innerhalb der Staatengemeinschaft der Welt deutscher Künstler. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie sich zum Unabhängigkeitstag wieder ein Grußwort der Kölner Stadtspitze gewünscht haben. Es ist wirklich schön, dass Sie alle nach Köln gekommen sind, um dieses wunderbare Fest hier bei uns in unserer Stadt zu feiern. Ganz im Sinne der Chorweiler Friedensglocke wünsche ich Ihnen allen in den kommenden Stunden ganz viel Freude und gute Unterhaltung und vor allem Glück und Frieden für Pakistan. Please come and present our cultural gift from Pakistan, from our team. Invite our honor.